Hallo Leute, wir haben in der Pause endlich was entdeckt, was glaube ich vielen Leuten die Weißglut getrieben hat, weil wir es noch nicht wussten. Denn, was hast du entdeckt, Artax? Keine Ahnung, vielleicht fällt es ja mal auf, wenn ich jetzt so ja. Unkommentiert Sachen mache. Ja. So. Oh. Schreibt es in die Kommentare, wir lösen dieses schwere Rätsel nicht auf. Genau, ja. Ah! Oui. Mit etwas Glück gewinnt ihr das und das. Warte, wollt ihr die Zombies nicht noch grillen? Wenn die. Probier mal. Kann man die. Also, du hast ja eben schon mal probiert. Probier aber nochmal richtig, nicht dass das. Mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Verwenden. Okay, nein, geht nicht. Verwenden. Na, jetzt. Doch. So, siehst du jetzt beide direkt an? Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja. Oh, zwei Fliegen auf einen Streich. Nice. Lagerfeuer-Stimmung. Können das Lagerfeuerlied noch singen? Das Nein. LRGER. Nein. Wer schon gemerkt hat, okay, die singen nicht mit. Ich werde einfach leiser. Vielleicht fällt es nicht dann auf. Ich kenne auch die Lyrics einfach nicht. Ja, die sind nicht schwer. Ich weiß, war der Witz. Also so wie Patrick. Ja. Patrick! L-A. Nein, genau, der hatte das ja. Okay, wo musst du hin? Ich mach trotzdem, habt ihr gerade gesehen, ich hab's. Instinktiv falsch gemacht. Geh doch einfach noch den Kanister wieder auffüllen. Genau. Und den Totenmaske erstmal wegbringen. Okay. Ja. Ist, glaube ich, ratsam. Ah, ne, hier war Kanister. Also, mich würde mal interessieren, wofür wir die Todesmasken brauchen. Nein, da war kein Kanister auffüllen. Oder war da Kanister auffüllen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war der vernagelte Raum, war das. Ah, der Kollege ist. Oh Gott. Wie du zusammengezuckt bist. Ja. Das ist echt super. Ja, lass mich doch zusammenzucken. Ich sag doch auch nichts. Es ist einfach nur niedlich. So. Wow. War das Christopher Nolan? Links, oder was? Links. Geh sofort links. Ich will einfach gucken, ob. Nein, nicht gucken. Kanatenwerfen? Jiggle. Ist es nicht derselbe Raum jetzt schon wieder gewesen? Nein. Okay. So, gehst raus, jiggle, gehst wieder rein und so, oh mein Gott, das war doch der falsche Raum. Hier war Kanister. Genau, der zugenagelte. Ist gar nicht zugenagelt, aber irgendwie dachte ich das. Der hat einfach vier Scharniere für eine Tür. Artax, ich habe mal eine Frage an dich. Bist du irgendwie nicht gestartet, abgelehnt. Bist du irgendwie verwandt oder so mit Zorro, der sich auch andauernd verläuft? Ach so, von One Piece, ne? Ja, ja. Zorro von One Piece, der hat auch der kann auch nicht denken. Tatsächlich ist das echt nur in diesem Spiel. Aber das man muss auch fairerweise wirklich sagen, so die Kamerawinkel, die machen es schon echt schwer. Also haben wir so ein Spiel wie zum Beispiel Dark Souls oder sowas, die kommen halt komplett ohne Karte aus. Und du weißt überall, wo du bist. Aber hier ist einfach durch die ganzen verschiedenen Blickwinkel, die sehr cool sind, by the way, aber trotzdem sehr irreführend auch sind. Okay, jetzt gehen wir wieder zur Mehrdimensionskiste. So. Und verstauen mal eine Maske. Und wir wollen hier ein bisschen Action. Action? Action. Nimm mal das Gewehr mit. Okay, das Gewehr nehmen wir mit. Lass mal ich würde den Granatwerfer echt mal für schlechte Zeiten aufheben. Das war eine schlechte Zeit. Wir hatten nichts zum Heilen, wir waren etwa zwei Zombies. Ja, das war wirklich nicht sehr gut. Ja, du stellst dich halt nicht wirklich gut an, also, wenn ich das mal sagen darf. Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Einmal ein Scherz. Hier ist jeder gewillt, alles sagen zu dürfen, Nein, was er denkt. Nein, das dürft ihr nicht sagen. Ich bin der Spiele, nicht ihr. Wenn ihr mal mit dieser Steuerung... Ich bin der Spiele. Ihr müsst reden, ich spiele. Hulk spielt. Okay, ich würde sagen, mit den Kräuter heilen wir uns. Dann ja, haben wir einen Slot frei. Slot frei. Wie, du hast... Nee, nicht mit denen. Warum? Nein, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte hier... Das kombinieren. Weil das nämlich mit denen richtig schlecht, also wenn die ja richtig schlecht geht. Das andere reicht ja schon. Ja. Das Grüne. Okay, dann das Grüne, das austauschen. Genau, und dann nehmen wir noch das andere Kraut noch mit. Und das verwenden wir sofort. Vielleicht sollten wir auch mal vorher auch noch speichern. Ja, okay, können wir machen. Dann nehmen wir das Ig-Ribbon auch mit. Pistolenmuni hast du doch schon. Ja, ich weiß. Aber der will das noch neu sortieren. Ja. Warum habe ich das überhaupt abgelegt? Ich weiß es nicht. Ach so, haben wir einen Slot frei. Ja gut, aber... Wir müssen mal gucken, dass wir alle Türen aufgeschlossen bekommen. Genau. Das machen wir mal in between the episodes. Nom 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 nom. So.
cool. Und ich weiß nicht, ob du die Muni mitnehmen sollst, aber... Ja gut, wir haben ja erstmal genug. Hatten wir, wir haben noch 2 Gewehrmuni, wir haben 12 Gewehrmuni, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, wir haben noch einiges an Gewehrmuni. Aber mach erstmal. Erstmal speichern. Was macht's eigentlich genau, wenn wir speichern? Tagebuch schreiben? Was? Liebes Tagebuch, heute bin ich wieder 5-mal im Kreis gelaufen und hab kurz eine Stunde gewartet, bis meine Spieler gegessen haben. Und dann, ja, wurde ich von Zombies angeknabbert. In allem hier rumgespielt. Ja, das schreibt sie einfach jedes Mal rein. Damit Perverse ja. Die das lesen. Da ganz unten. Munition. Was ganz unten? Da, geh mal weiter runter. Da ist die Munition. Ach, okay. Das können wir immer kombinieren. Dann geh mal hoch. Dann kannst du das wieder zusammensetzen. Egal, lass einfach drin und jetzt komm weiter, damit wir Action haben. Ah, ich war von... Okay, jetzt habe ich es verstanden hier. Ach ja. Ist doch gut, machen wir nachher. Diese Steuerung. Vor allem, ich habe das gerade nach dem Speichern gemacht. Wir wollen jetzt Action. Und irgendwie rieche ich das, dass wir jetzt endlich mal die Schlange in den Hintern treten müssen. Nee, das bin ich. Und Richard rächen. Also gehen wir nochmal da hoch, denn da oben war doch auch bei diesem... Was meinst du mit oben? Spinnenbewebten Raum beim Richard. Der lag doch da. Da. Rechts. Da hoch könnten wir doch mal gehen. Genau, weil da ist den Rüstungsschlüssel, genau. Okay. Wo jetzt her? Erstmal wieder in die Haupthalle. Ja, okay, dann bitte. Pass auf, wir müssen hier lang. Zeig uns, wo es lang geht. Die oben. Ah, oh, Mann. Direkt stehen geblieben und so. Oh mein Gott. Das ist so wie bei der Fahrschule. Wenn du dann sobald du in der Prüfung bist, ja. Willst du sofort. Dann da rechts sofort, in die. Da rechts rein. Okay. Nein! Warum ist in dem Raum so hier Musik? Stimmt, durch unser letztes Event ist hier jetzt was Neues getriggert worden. Kitty ist immer noch. Okay, schnell raus. Tatsächlich hört sie auf, nachdem ich die Tür aufgedrückt habe. Ja. Vielleicht sind ja auch so irgendwo noch schnelle. Ja, das ist nicht viel besser. Egal, lauf. Lauf, kleine Jill, lauf. Ach ja. Wie ist eigentlich der... Ist eigentlich Resident Evil 2 sehr ähnlich zu Resident Evil 1? Hat das jemand mal von euch gespielt? Resi 2? Hoch? Ich hab's mal. Das hört sich jetzt dumm an, mich. Als kleines Kind auf der PlayStation 1 gespielt. Ja, das haben wir aber alle mal. Also. Natürlich heimlich. Natürlich. Abends? Oh. Wechsel selber, ja. Ich wollte es auch schon gerade sagen. Oder soll ich, Los, warum weiter, soll ich Action. In den Gang rein. Ja. Da durch und dann rechts. Renton hat vorhin noch eine Schiene Koks genommen. Ich sag, Action, los jetzt! Wir wollen Spannung! Wir wollen, dass du wieder stirbst. Da. Hier rechts. Ja. Yo. Genau. Oh, die Musik sagt schon alles, ey. Hier ist der Mönchschor. Pass auf, ich glaube, da hast du in dem Gang hast du nur den Zombie niedergeschossen. Der konnte da oben hier. Okay. Nein, ein kannst zweiter. Kannst du ihn nochmal ansprechen? Oh, es flackert. Richard, ruht friedlich. Okay. Der will sich einfach nur einfappen. Deswegen. Deswegen hält er sich schon in den Arm. Er muss schon aber zurückhalten. Jetzt links könnte ein Zombie sein. Den hatten wir eben nicht angezündet gekriegt, weil wir. Okay, ich wechsle direkt auf Shotgun. Wenn das nur ein Shotgun, Zombie. Shotgun. Da jetzt. Aber jetzt gerade einfach aus. Geh mal geradeaus durch. Ah, okay. Aber das jetzt ist ja jetzt noch behinderter, wenn ich gleich runterkomme und der Zombie aus der Ecke geht. Egal. Mal, wie schlecht der Gang links sichtbar ist. Ja, der wird ja aber eh wieder. Dann kommt der ja raus, wenn wir. Achso, wir brauchen den. Mach mal Start. Wir brauchen den Schildschlüssel nicht mehr. Also den anderen Schlüssel. Haben wir jetzt weggelegt. Brauchen wir nicht. Wow, wie viele Türen waren das? 2? Ja. Das waren wahrscheinlich sehr wichtige Türen. Warte. Dann mach mal. Jetzt nehmen wir deine Gewehr bitte an. Also. Nehmen Sie das Gewehr an. Ich nehme das Gewehr nicht an. Ja, und? Ich gebe dir einen Tipp, lauf erstmal rum, denn jetzt kommt gleich jemand dir zur Hilfe.
So, okay. Erstmal rumlaufen. Sieht doch ganz friedlich aus. Echt? Sieht ja hier echt friedlich aus. Also kenne ich schon gruseligere Gegner. Okay. What the fuck? Warum haben wir den Granatwerfer nicht mitgenommen? Laufen? Laufen. Laufen? Laufen. Hallo. Deshalb. Ah, okay. Ich lass den. Alter, nice. Der macht jetzt erstmal Damage. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lauf, Vorsicht, lauf, Vorsicht. Lauf, 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 lauf. Alter. Was ist das denn für ein Kampf, ey? Lass mich raten, wenn wir das Serum ihm zu spät gegeben hätten, dann wäre er nicht aufgetaucht. War es eine zweite oder was? Nein, das war die erste, aber die hat sich nur totgestellt. Ach so, okay. Alter. Om nom 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 nom. Aber die sieht auch echt fies aus, ey. Los, schieß! Uah, weg! Uah. Oh Gott. Ich sterbe hier 1000 Tode. Uah. Schieß, schieß, schieß! Nein. Wenn ich richtig gezählt habe. War's das? Okay, aber da liegt doch noch eine zweite Schrotti. Genau, von dem Typen. Von dem Typen. Aber du bist vergiftet. Sehe ich gerade. Shit. Ist das schwer blöd? Egal. Okay. Lauf nochmal noch. Aha, okay. Offensichtlich ist sie nicht hochintelligent. Kampfgewehr. Mit 10. Sofort anlegen. Hä? Okay, leg einfach mal an. Sei mal sicher. Aha. Ich bin mehr verwirrt als sonst irgendwas. Wir sind immer noch vergiftet. Scheiße. Müssen wahrscheinlich irgendwie ein Serum oder... Moment, da hinten im Raum hat da noch was geleuchtet eigentlich. Gewehrmunition, okay. Schon mal nicht schlecht. Ja, nee, nimm das. Du brauchst das doch gar nicht. Du kannst doch das... Jetzt das im Kampf probieren. Ja, gut, egal. Jetzt haben wir erstmal... Zwei Gewehre mit genug Schuss für eine weitere Schlange. Ha, eine weitere nasenlose Maske. Pickelmaske. Was machen wir mit der Vergiftung? Alles schweigt so. Keine Ahnung, was macht man da? Man geht auf zum Arzt. Zum Doktor. Man lässt sich erstmal krankschreiben. Ich würde eine Entgiftungskur machen. Sich das selbst aus... Oder wir gucken nochmal in dem Serumschrank. Vielleicht hilft, vielleicht ist da doch noch was. Die Frage ist, wie viele Schritte können wir jetzt aushalten, ohne umzufallen? Genau. Prüfen wir mal. Tot. Oh Gott. Aber cool, dass der Typ nochmal aufgestanden ist. Ich meine, hätte er uns auch eigentlich sagen können, dass da vorne... Nein. Okay, hätte ich doch die Flasche Wodka weglassen sollen. Ja, fuck, habe ich einen Schädel. Aha. Wie bekifft die geguckt hat. Okay. Gut, es wurde uns gesagt, wie wir uns das heilen müssen, so Medizinschrank. Und Serum holen. Warte, ich mache erst noch den Kanister wieder voll und meinen Hunden. Ja. Mach das mal. Wichser. Was für ein badass Move das gerade war. Aber der lebt noch. Den hast du nur umgenutzt. Guck mal auf der Karte, ob du da... Einmal nach vorne umkippen, einmal nach hinten umkippen. Okay, weg. Okay, dann auf zum Serumraum. Kann ich jetzt noch nicht durchgehen, warte. Wo willst du denn hin? Da kommst du her. Oder? Ja. Oh. Mann. Wo kam überhaupt dieser Zombie? Da lag doch gar keiner. Keine Ahnung. Ich dachte, die können keine Türen aufmachen. Er hat sich wahrscheinlich irgendwo versteckt.
was war das denn? Wo kommt denn jetzt einfach mal die Riesenspinne her? Ich wollte gerade sagen, was? Spinne? Habe ich gerade zu schnell das Menü aufgemacht? Den gleichen Weg wie eben. Jason. Okay, dann gehen wir einmal zum Raum wieder zurück, holen das Serum und hoffentlich geht's danach wieder besser. I do hope so. Because if it doesn't, we are still poisoned. And if we are still poisoned, that is very bad for our condition. And if our condition is schlecht, we don't got to play any longer. Ja. And that's problematic for a Let's Play channel. Keine Zeit für lustige Musik. Aber Alter, eine Riesenschlange. Ja, der war ja auch ein Wissenschaftler, ein Verrückter. Ja, aber guck mal, der hat natürlich war der verrückt. Aber Richard hat auch gesagt, dass er gebissen wurde von einer Schlange. War es die Schlange? Weil die hätte den sofort dem Arm abgerissen. Ja, wie ist der da entkommen? Alter, Richard ist ein fucking Lügner. Ja, links, rein. Ja, ich weiß. Also sie verschwindet anscheinend so. Okay, aber wir haben sie besiegt, oder? Ja, jetzt erstmal für den Moment. Okay. Wahrscheinlich, vielleicht tauchst du ja nochmal später auf. Den Kanister am besten gleich auch wieder voll machen. Ja, ich kann es kaum erwarten, bis die Riesenschlange wieder auftaucht. Ja. Ja. Aber immerhin haben wir es dann doch geschafft. Aber das Gift scheint dann nicht so schnell zu halten. Oder so schnell zu wirken. Funktionieren, zu wirken. Oder? Check mal gerade deine... Ah, oh, siehst du, bist immer noch kerngesund. Bald vergiftet. Aber dennoch. Yay! Und wir haben die Vergiftung. Kann ich mir direkt ein Neues nehmen? Ich glaube nicht. Viele sonderbare Farben. Wahrscheinlich geht das nur, wenn du halt wirklich vergiftet wirst. Wie dumm ist das denn? Ist die Metzger schon... Gerade weiß ich echt nicht, welches Serum ich nehmen muss. Oh, ich bin vergiftet. Ich muss das da nehmen. Ja, macht aber die Augen zu. Okay, ich nehme das da. Ich spritz rein. Ach ja, herrlich. Ja, das so. Ist Maske Nummer 3, ne? Nummer 3. Yay. Können wir die eigentlich übereinander legen und dann haben wir so ein Gesicht oder sowas? So. Obwohl, die unterste hat eigentlich schon alles. Aber ich würde sagen, das Maskengrätsel... Bevor wir auf den Maskenball gehen, müssen wir erstmal noch die richtige Maske aussuchen. Maske ohne Nase, Maske ohne alles, Todesmaske. Ja, so ein bisschen wie die Bestellung beim Döner. Ich hätte gern eine Maske ohne alles oder nur mit Nase. Wahrscheinlich musst du sie dann hinterher so übereinander stapeln. So irgendwie. Da hast du einfach eine Maske, die so, weiß nicht, so einen Meter bevor du ankommst in den Raum, ist die einfach schon im Raum drin, weil du so viele Masken übereinander trägst. Jetzt. Naja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier schwer... mit schwerer Bewaffnung, so heißt das. Machen wir erstmal ein bisschen Pause. Jo, und mach mal. Mach du mal Kerosin. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil. Evil. Zombie abwackeln.